Budu. Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele Vittorio Toscano mit seinen drei einzigartigen Perks und versuche zu entkommen. Boop. Denn ich möchte gerne das Adept mit ihm bekommen. Das bedeutet, dass ich mit seinen drei einzigartigen Fähigkeiten spiele und entkomme. So, rechts. Potenzielle Energie. Wir spielen sogar gegen den Ritter, glaube ich, oder? Wer ist das? Ja, da ist er sogar. Zack. Jetzt sehe ich seine Aura. Denn ich habe einen großartigen Fähigkeitscheck getroffen. Und mit Nebel erfahren kann ich die Aura des Killers dann sehen, sobald ich einen großartigen Fähigkeitscheck treffe. Das ist das Perk unten. Denn Vittorio ist sehr nebelerfahren. Rechts, potenzielle Energie macht, dass ich Gen-Fortschritte sammeln kann, wenn ich ungestört an einem Gen gearbeitet habe. Das lädt sich jetzt so auf. Ziemlich schnell auch. Und dann könnte ich die Taste für aktive Fähigkeiten drücken und potenzielle Energie speichern. Das sieht dann so aus. Wenn ich Reparieren loslasse, stoppt das Ganze. Ich muss noch Skillchecks nebenbei machen, wenn welche kommen. Ich mache keinen Gen-Fortschritt in dieser Zeit, aber ich sammle bis zu 20 Stacks und jeder Stack ist 1% Gen-Fortschritt wert. So. Und die kann ich dann in den nächsten Gen oder in diesen Gen reinstecken. So, der Killer ist da hinten. Das sehe ich wieder mit dem Nebel erfahren. Sobald ich einen Gesundheitsstatus verliere, gehen diese Stacks allerdings weg. Er geht zurück zum Haken und setzt seine Fähigkeit da ein. Na gut. Jetzt müsste jemand retten gehen. Ja, ist jemand retten gegangen. Sehr schön. So, und dann mache ich das mal ganz witzig und zack. Potenzielle Energie 20% reingezimmert in den Gen. Statt 30% am anderen Gen zu arbeiten. 1,5% muss ich dazu gewinnen. Aha, was auch immer das jetzt war. Ich habe geschrien, das ist bestimmt ein cooles Add-on. Problem ist, also ich kann jetzt rennen und rennen. Ah, da, das kann ich machen. Dö, Sprintboost, ausgekontert. Oh, wir dürfen den Gen hier gar nicht machen, sehe ich gerade. Weil wir den außen und den da außen gemacht haben. Er möchte gerne tunneln. Na gut. Vittorio ist sehr nebelerfahren. Er ist 1343 geboren worden. Was ultra lange her ist. Hier ist meine Glyphe irgendwo. Da drüben. Nicht hingucken. Nicht hingucken, nicht hingucken. Wie geht's dir, Glyphe? Geht's dir gut? Ja, das heißt, er ist im Spätmittelalter geboren worden. Und hat seine Jeans, seine Lederjacke und das Bandana mitgebracht. Für die, die den Witz nicht verstehen, Jeans gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Das ist ja die Arbeiterhose aus Amerika von Levi Strauss, also Levi. Sie macht keine Skillchecks mehr. Warum sehe ich seine Aura jetzt? Ich habe gerade nicht. Ah, ich weiß es auch nicht. Ah ja, er hat Verwandt dabei. Sie geht retten. Sehr schön, sehr schön. Und dann habe ich noch Bauernopfer dabei. Das ist das Perk links. Jetzt sehe ich seine Aura wieder. Nein, wegen Verwandt. Mensch. Ich gehe mal retten. Genau, wenn ich um einen Gen drumherum gejagt werde, an dem Leute sitzen,
und arbeiten. Ja, ich gehe jetzt trotzdem abhängen. Er kommt straight zurück. Und geht auf den Tunnel. Wow, ich bin hier noch sogar ein bisschen reingerannt. Naja. Dann arbeiten die anderen 7% schneller, wenn ich um einen Gen drumherum gejagt werde, auf jeden Fall. Jetzt sehe ich seine Aura wieder. Da er sowieso nur auf den Tunnel geht, machen wir das mal hier. Guckt, wenn er jetzt nämlich im Radius von 24 Metern auch ein schnelles Bauernopfer dabei hätte, dann könnten wir jetzt schneller reparieren. Feng weint aber dolle. Hier oben ist auch gerne noch ein Gen. So, schauen wir mal, was das noch so wird und ob ich rauskomme. Ich hing auf jeden Fall noch nicht. Wo ist er? Da, es macht nichts, er tunnelt immer noch. Das Perk ist super. Das ist eigentlich, glaube ich, sogar zu stark. Nebel erfahren heißt das. Genau. Was ist los, Ava? Lenke ich dich so sehr ab? Hier, guck mal, das ist mein Hintern. Gut. Ich glaube, sie hat das Perk auch dabei und will unbedingt die Großartige treffen. So schlecht kann ja keiner sein, sagte sie und versammelte den nächsten Skillcheck. Wer weiß. Ja, Vittorio 43, 13, 43, im 14. Jahrhundert wurde er geboren. Spätmittelalter und als Sohn einer vermögenden Familie. Ich stürze mich mal rein. Ich hing noch nicht, ich kann das wohl. Ist er schneller geworden? Was meint ihr? Okay. Ich würde gern reintraden sonst eigentlich. Aber so ist schwierig. Nee, so ist echt super schwierig. Das geht nicht. Das kriege ich nicht hin. Sorry, Vittorio, sorry. Ich würde gern entkommen fürs Adept. Ja, er ist auf jeden Fall sehr pazifistisch drauf. Er ist ein überzeugter Pazifist. Okay, wenn wir jetzt getroffen werden, ist so eine Art Mini-Blutwächter. Geschickter Vittorio. Sollte eigentlich zum Ritter ausgebildet werden, hat das aber dann nicht gemacht, weil er so ein Pazifist war, dass er das nicht wollte. Seine Brüder wurden auch schon als Ritter ausgebildet. Ich habe einen Pip gekriegt sogar, mit der rosa Glyphe kommuniziert und er hatte ein Mori dabei, was er nicht nutzen konnte. Ausbruch, Stromstoß, erloschenes Licht und ansteckende Angst. Okay, das Add-on. Nachdem der Meuchler gerufen wurde, schreien alle Überlebenden innerhalb von 24 Metern, das war das. Und wenn ein Überlebender auf andere Weise als durch das Feldzeichen einer Jagd entkommt, leidet dieser Überlebende 15 Sekunden lang unter Einschränkungen und Erschöpfung. Ich verstehe. Was wollte ich noch sagen? Ja, er hat dann auf jeden Fall noch so eine riesige Reise auf sich genommen. Und hat Philosophie studiert, wurde von seinem Vater übergeben an einen Vertrauten von ihm, Renzo, der dann leider bei dieser Reise gestorben ist. Die haben gemeinsam Artefakte gesammelt und sind dem Kult auf der Spur gewesen. Der Kult, der den Entitus vielleicht anbetet oder irgendwas anderes, was den Entitus ja, heraufbeschwört. Und die Zeichen hat er auf seinem Körper tätowiert, deswegen hat er diese Spuren.
Er hat einen Schlüssel gefunden zu einer geheimen Kammer, zu noch mehr Artefakten. Also es ist eine relativ spannende Geschichte. Aber was ich mich eben frage, ist er jetzt seit dem 14. Jahrhundert, also seit der Zeit der Pest? Das war ja die schwarze Pest, die war ja zu der Zeit. Ist er seitdem im Entitus? Gibt es den Entitus schon länger? Hat er was mit dem Observer zu tun? Kennt der Felix älter? Naja, Fragen über Fragen. Ich sage GG, ich habe das Adept geschafft und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.